Hi Leute, kurze Storytime von einem aktuellen Erlebnis, was mir persönlich gerade zeigt, dass das Leben im Hier und Jetzt, im aktuellen Moment das Allerwichtigste und Wertvollste ist, was wir haben. Und zwar hat mein Freund einen Mann am Straßenrand in seinem Auto regungslos gefunden. Und der Mann war so Anfang 50 und musste dann reanimiert werden. Leider hat es nicht geklappt, dass er wieder zum Leben erweckt wurde und er ist gestorben. Und das Ganze zeigt mir persönlich gerade sehr, dass egal wie alt du bist, egal wie fit du bist, wie gesund du dich ernährst, es kann dich halt immer treffen. Und mir passiert es so oft auch, dass ich irgendwie an die Zukunft denke, an die Rente, ob ich da genug Geld habe und so weiter. Und eigentlich ist das so unwichtig, weil wir wissen überhaupt gar nicht, ob wir es bis dahin schaffen. Und das ist so ein Erlebnis, was das genau wieder beweist, dass es so wichtig ist, Geld in sich selbst zu investieren, dass es einem jetzt gut geht, dass wir gesund sind. Und in diesem Sinne ist das hier ein kleiner Reminder, der dich vielleicht im Alltag erreicht, wo du gerade beschäftigt bist, dir auch Sorgen und Gedanken zu machen über deine Zukunft. Und ich will dir einfach nur sagen, das ist so, so wichtig, jetzt zu leben und dafür zu sorgen, dass es dir jetzt gut geht. Ich persönlich mache das jetzt, seit ich dieses Erlebnis mitbekommen habe, auch nochmal vermehrt. Ich habe es doch vorher auch schon gemacht, denn ich habe immer gesagt, Geld kannst du immer mehr verdienen, aber die Zeit, die kriegst du nicht wieder zurück. Und deswegen, Leute, lebt eure Träume, macht, wofür euer Herz höher schlägt, weil, ja, ich glaube, das ist das, was uns glücklich macht. Wir sind gerade nach Feierabend in der Natur unterwegs. Es ist Mittwochabend, ein ganz normaler Wochentag, und es tut uns immer sehr, sehr gut, einfach in die Natur rauszufahren und mal einen Moment einfach hier zu sein, alles auf sich wirken zu lassen, gar nicht viel zu denken, abzuschalten. Und dass es gar nicht teuer sein muss, sich was Gutes zu tun, rauszukommen aus dem Alltag und so in die Natur einzutauchen, auch mit dem Motorrad, das zeigt euch auch das nächste Video, was am Freitag online geht. Also es passt irgendwie thematisch jetzt ganz gut. Da sind wir nämlich mit der Africa Twin CRF 1100 und der Moto Guzzi von Julian sind wir in der Eifel unterwegs. Wir haben einfach mal so eine kleine 24-Stunden-Tour gemacht. Also wir waren nicht länger als 24 Stunden aus dem Haus, aber haben echt eine richtig schöne Zeit gehabt mit dem Zelt. Und ja, ihr lernt da auch einen schönen Campingplatz in der Eifel kennen, den wir vorher selber auch noch nicht kannten und der uns echt gut gefallen hat. Genau, das Ganze also am Freitag um 18 Uhr auf YouTube.